Und mein Schatz, wie gefällt's dir hier im Playmo Beach Hotel? Ach Schatz, es ist wirklich ein Traum. Das Hotel ist so wunderschön und auch so toll gelegen. Ich finde, wir sollten erst einmal rausgehen und hier die Umgebung erkunden, bevor wir uns weiter einrichten oder zum Strand gehen. Du hast recht, das ist eigentlich eine sehr gute Idee von dir. Dann lass uns raus, wir erkunden die Gegend und später können wir ja noch zum Strand gehen. Während die beiden Touristen das Hotel verlassen, bemerken sie nicht, dass sie dabei von Leo Langfinger beobachtet werden. An die beiden hänge ich mich dran. Vielleicht kann es mir gelingen, ihnen irgendwie das Portemonnaie zu klauen. Ha, Touristen haben immer viel Geld dabei. Das könnte reiche Beute versprechen. Und während die beiden so die Gegend erkunden, werden sie dabei von Leo Langfinger beobachtet. Schatz, das ist so idyllisch hier. Ein Traum. Hier kann man sich wirklich prima erholen. Das stimmt. Das Hotel ist wirklich klasse gelegen für uns. Doch da verliert Martin den Schlüssel und bemerkt es noch nicht einmal. Aber Leo Langfinger hat alles genau beobachtet. Haha, die haben den Schlüssel verloren. Na, den werde ich mir gleich holen, wenn die beiden weg sind. Und tatsächlich, als die beiden weg sind, holt sich Leo Langfinger den Schlüssel vom Hotelzimmer. Das ist ja fast noch besser, als deren Geldbörse zu stehlen. Und vor allen Dingen halb so gefährlich. Bis die beiden zurück sind, das wird dauern. So kann ich mich in Ruhe im Hotelzimmer umgucken. Na dann mal auf und schauen, was es dort alles zu holen gibt. Kaum im Hotel angekommen, benimmt sich Leo Langfinger, als wäre er ein ganz normaler Gast und spaziert wie selbstverständlich herein. Einen wunderschönen guten Tag, die Dame. Guten Tag, der Herr. Leo Langfinger öffnet wie selbstverständlich die Zimmertür und tritt herein. Was er nicht bemerkt, ist, dass er dabei ganz genau von der Dame an der Rezeption beobachtet wird. Das ist wirklich sehr merkwürdig. Ich habe diesen Mann noch nie hier gesehen und waren in Zimmer 102 nicht vorhin noch ein Pärchen? Sehr komisch. Ich glaube, ich sollte lieber die Polizei alarmieren. Hallo zusammen, wir haben uns ja schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin's, euer Bernd Blaulicht. Einen Moment mal eben. Oh, ein Notruf aus dem Hotel. Die Rezeptionistin ist der Meinung, sie hätte einen Räuber entdeckt. Na, wenn das mal nicht wieder Leo Langfinger ist. Er ist seit längerer Zeit mal wieder auf freiem Fuß und da wird er bestimmt wieder sein Unwesen treiben. Und ich habe schon gedacht, ich hätte heute etwas mehr Ruhe. Na, dann wollen wir mal los und nachschauen, was dort nicht in Ordnung ist. Während Bernd Blaulicht sich auf den Weg macht, schaut sich Leo Langfinger in Ruhe im Hotelzimmer um. Ein Fernseher, den könnte ich gut gebrauchen und ein Telefon, das nehme ich auch gleich mit. Ah, da ist ja der Koffer. Den schaue ich mir mal genauer an. Da wird es bestimmt das ein oder andere zu entdecken geben und Touristen haben immer viel Bargeld mit und verstecken es im Koffer. Da schaue ich gleich mal nach. Da erreicht Bernd Blaulicht das Hotel. Da wären wir. Na, dann bin ich mal gespannt, was hier passiert ist. Bernd Blaulicht begibt sich sofort zur Rezeption. Guten Tag, Herr Blaulicht. Schön, dass Sie so schnell vorbeigekommen sind. Kein Problem. Was gibt es denn? Ich habe gesehen, wie ein junger Mann in Zimmer 102 reingegangen ist und ich habe diesen jungen Mann vorher noch nie im Hotel gesehen. Ich will ja keinen zu Unrecht beschuldigen, aber ich glaube, er ist ein Räuber und sein Gesicht kam mir auch irgendwie bekannt vor, aber nicht hier aus dem Hotel. Na, dann werde ich mir die Sache mal genauer anschauen. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste und vor allen Dingen besser als Nachsicht. Wenn sich herausstellt, dass es ein richtiger Gast ist, dann werde ich ihm das schon erklären. Machen Sie sich da mal keine Sorgen. Okay, Herr Blaulicht, und nochmal vielen Dank, dass Sie da sind. Bernd Blaulicht begibt sich zum Zimmer und sieht, dass die Zimmertür einen Spalt breit offen steht. Die Tür steht ein Stück weit offen, das bedeutet nichts Gutes. Ich sollte mir lieber meine Waffe ziehen. Und dann sollte ich den Räuber überraschen. Ein normaler Tourist würde, glaube ich, niemals seine Zimmertür auflassen. Na, sind wir mal gespannt. Während die beiden so auf ihrem Spaziergang sind, fällt Martin plötzlich etwas auf. Du Schatz? Ja, Martin, was ist denn los? Ich glaube, ich habe den Hotelzimmerschlüssel verloren. Sag das nicht. Schau lieber noch einmal nach. Ja, Schatz, es ist so. Ich hab's gerade schon überprüft. Der Hotelzimmerschlüssel ist weg. Na, das darf doch nicht wahr sein. Du bist so ein Schussel. Na, dann laufen wir den ganzen Weg zurück jetzt noch einmal ab. Irgendwo muss der Schlüssel ja liegen. Da stürmt Bernd Blaulicht ins Hotelzimmer. Hände hoch oder ich schieße! Und siehe da, er überrascht Leo Langfinger, wie er gerade in dem Koffer nach Schätzen sucht. Bernd Blaulicht, was machst du denn hier? Wie kommst du hierher? Hände hoch, Leo, ich hab dich erwischt. Ist ja schon gut, Bernd. Du weißt, dass ich dir keinen Widerstand leiste. Oh Mann,
Wie hast du mich nur erwischt? Ja, das wüsstest du wohl gerne, was? Die Polizei ist den Verbrechen immer einen Schritt voraus. Und das war's für dich. Jetzt geht es für dich wieder ab ins Gefängnis. Gott sei Dank wurdest du beobachtet und so konnte ich dir das Handwerk legen. Oh Bernd, kannst du nicht noch eine Ausnahme machen? Nein, nein, Leo, du hattest schon genug Chancen und jetzt ist es wieder vorbei. Zeit für dich ins Gefängnis zu gehen. So Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Wir freuen uns über jeden Kommentar und lesen sie immer wieder gerne. Und sagt bitte all euren Freunden Bescheid, dass es unseren YouTube-Kanal gibt und ihr dürft dieses Video auch gerne mit all euren Freunden teilen. Tschüss, bis zum nächsten Mal!